dass die sich schnell ausbreitende Marienverehrung ihre Wurzeln in der Anbetung antiker Göttinnen sowie in anderen heidnischen Praktiken hat, haben wir bereits in einem früheren Kapitel dargelegt. Solche Verbindungen scheinen sich jetzt in späteren Kapiteln nur zu bestätigen. Die New Age-Bewegung schreitet zweifellos an vielen Fronten voran, nicht zuletzt in der Kirche, welche die rechte Lehre nicht ertragen kann, weil ihnen die Ohren jucken. Viele Christen haben tiefe Züge aus dem New Age-Trank genommen, zum Beispiel ganzheitliche Heilung, also ganzheitliche Heilkunde, Hypnose, Yoga, innere Heilung, Meditation, Psychoanalyse und Bewusstseinstraining. Alles heidnischen Ursprungs. Und viele haben neue Lehren und Ketzereien übernommen, die sich auf das humanistische und positive Denken von Teilhard de Chardin, Norman Vincent Peale und anderen Gründen, die der Kirche die Bedeutung eines irdischen Königreichs in der Jetztzeit beimessen, das soziale Evangelium predigen und lehren, dass die menschliche Gesellschaft für die Wiederkunft des Herrn nach den Königreichsprinzipien wieder aufgebaut und christianisiert werden muss. Bryn Jones, eine führende Persönlichkeit in der Church Restoration, also in der Kirchenwiederherstellungsbewegung, verhieß seinen Anhängern Anfang des Jahres 1991, Zitat: Durch die Kraft seines Geistes werden wir alles, was gegen Gott und die Menschen steht, unter die Herrschaft Christi bringen. Gottes Kirche wird in der Endphase dieses Zeitalters die einflussreichste Gruppierung von Menschen auf Erden sein. Ende Zitat. Das ist in der Tat ein prophetisches Wort. Doch wird es in der Schrift nur durch die abtrünnige Kirche in der Offenbarung des Johannes erfüllt. Hallo, schönen guten Tag oder moin moin, wie wir sagen aus Hamburg, wo ich herkomme. Hier ist wieder der Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, mit einer neuen Lesung des Buches Alle Wege führen nach Rom von Michael Desemlian. Dieses Video ist benannt nach dem zweiten Kapitel, was wir nach 2,5 Seiten angreifen werden. Römisch-katholische Lehre und die Messe, aber wir beenden erst noch die letzten 2,5 Seiten im ersten Kapitel, das heißt der Hintergrund der Ökumene, den Unterabschnitt, die evangelikale Trennlinie, um fortzufahren. Und ich möchte hier eben, zwar in Deutsch, auch wenn er das nicht versteht, aber meinem Bruder Brett Norman danken aus Minnesota in den Vereinigten Staaten, der sich bereit erklärt hat, nachdem ich ihm die Aufnahmen des ersten Kapitels durchgeschickt habe und der gesagt hat, ja, wenn ich mir das anhöre, dann kann ich auch ein paar Bilder raussuchen und die arbeitest du dann in den entsprechenden Minuten in das Video ein, der sich bereit erklärt hat, mir dazu zu helfen. Deswegen sind also neben den normalen anderen Bildern, die ihr im ersten Video gesehen habt, auch jetzt Bilder damit bei, die also Bezug nehmen auf das, was ich im Augenblick sage. Also hier und da sich das anschauen, ist sicherlich nicht verkehrt. Nur ich hoffe, dass ihr Verständnis dafür habt, dass ich mir echt nicht die Mühe machen will, so ein ganzes Buch zu lesen und dann ständig zu jeder richtigen Sekunde das richtige Bild reinzukleben, das wäre einfach zu viel Arbeit. Und wenn man sich andere Buchlesungen im Internet anguckt, ja, die Leute stellen vielleicht ein Bild rein oder wie zum Beispiel First Amendment Radio das macht, der nimmt sich 10 oder 15 Bilder und macht die in verschiedener Reihenfolge immer wieder da rein, das ist auch ein bisschen langweilig und das dachte ich mir auch, also irgendwas muss man machen. Und Brett hat sich halt dazu bereit erklärt, mir die Bilder rauszusuchen, zuzuschicken und ich muss sie dann in den entsprechenden Minuten nur in das Video kleben und das werde ich dann eben auch tun. Also, wir haben das jetzt drüber gesprochen, gemacht hat er das noch nicht, weil ich bin ja erst in der zweiten Lesung im Grunde von diesem Buch. Und wir haben heute den 6. September, bis das hier rauskommt, wird wohl noch eine ganze Menge Wasser die Elbe runterfließen, nehme ich an. Da ich auch noch ein paar andere Videos hochzuladen habe. Nun, jedenfalls möchte ich jetzt gerne anfangen
mit dem letzten Teil des ersten Kapitels die evangelikale Trennlinie in dem Buch Alle Wege führen nach Rom. Und da ich das ja lange bevor ich das hochlade aufnehme, weiß ich ja nicht, ob es euch gefällt, wie das ankommt, was die Kommentare sind. Also ich hoffe, es gefällt euch, dass ich diese Lesung mache auf jeden Fall. Da kann ich im Augenblick ja nur für hoffen, das weiß ich ja noch nicht. Die evangelikale Trennlinie. Nach dem Nationalen Evangelisch-Anglikanischen Kongress NEAC in Nottingham 1977 sprach David Watson von der Reformation als einer der größten Tragödien, die der Kirche je widerfahren ist. Und fuhr fort zu erzählen, wie er an einer katholisch-protestantischen charismatischen Konferenz in Dublin teilgenommen habe und auf ihr zu einem Empfinden der großen Traurigkeit gelangt war, die Gott angesichts der Spaltung seines Leibes fühlen muss. Na, also, ich glaube nicht, dass Gott da besonders traurig drüber war, weil er war derjenige, der die Reformation überhaupt erst eingeleitet hat. Ohne Gottes Hand wäre das ja nie passiert. Und Gott hat uns eben aus dem Fehler rausgeholt, von dem die römisch-katholische Kirche natürlich behauptet, der Protestantismus ist der Fehler und nicht die römisch-katholische Kirche ist der Fehler. Aber da kann ich ja nun nicht jedes Mal drauf eingehen, aber ihr wisst schon, was gemeint ist. Michael Harper beschreibt seine eigene ökumenische Pilgerschaft mit dem Hinweis auf die drei bedeutenden geistlichen Einflüsse in der zeitgenössischen Kirche. In seinem Buch »This is the Day«, also »Dies ist der Tag«, spricht Canonicus Harper von den drei Schwestern Evangeline, Charisma und Roma, die für die evangelikale und die charismatische Bewegung sowie für die römisch-katholische Kirche stehen, deren letztere für ihn einst verdammenswert war, in der er aber eine Vertiefung seiner aufrichtigen, liebenden Hingabe an Christus und Gott gefunden hat. Bruder Ramon von der anglikanischen Gesellschaft des heiligen Franziskus kommentiert hierzu in seinem Handbuch zur geistlichen Besinnung wie folgt, Zitat. Als Michaels Vorurteile geschmolzen waren, begann er jene, die er vormals abgelehnt hatte, zu lieben, Christus in ihnen zu begegnen und durch sie vom Heiligen Geist zu lernen. Die Schatzkammern des katholischen Lebens taten ihm ihre Reichtümer auf. In entwaffnend biblischer Weise sagt er, Zitat, die Jungfrau Maria ist lebendig geworden. Und ich habe das Empfinden, sie jetzt zu kennen, in gleicher Weise, wie mir mein protestantisches Erbe half, den heiligen Paulus zu kennen. Gottes Schöpfung, die schöpferischen Gaben, die Natur mit ihrer Kunstfertigkeit, alles wurde lebendig und die vereinigte Kirche mit ihren vorreformatorischen Schätzen bekam einen neuen Sinn. Die Sakramente waren nicht länger leblose mechanische Riten, sondern kraftvolle Zeichen, die dort wirksam werden, wo Glaube vorhanden ist. Durch die Begegnung mit Roma wurde ihm die heilige Kommunion zu einer Oase in einer ausgedörrten Wüste. Ende Zitat. Man muss sich doch mal wirklich fragen, welcher Geist ist es, der solche Leute leitet? Der führende Evangelikale John Stott, Berater des Weltkirchenrats, verkündete auf der NEAC-Konferenz, also der Nationalen Evangelisch-Anglikanischen Konferenz in Nottingham, Zitat, die sichtbare Einheit aller bekennenden Christen sollte unser Ziel sein, und Evangelikale sollten sich anderen in der Kirche von England anschließen, um mit ihnen auf die volle Gemeinschaft mit der römisch-katholischen Kirche hinzuarbeiten. Ende Zitat. Auf die volle Gemeinschaft mit der römisch-katholischen Kirche hinzuarbeiten. Also weiter Kompromisse zur Bibel betreiben und sich Rom wieder nähern. Aber merkt ihr, die ganzen Aussagen von diesen sogenannten Evangelisten und was weiß ich nicht alles, Leute, die halt diese ökumenische Bewegung betreiben, wie hier jetzt der evangelikale John Stott, die sprechen immer nur davon, wie sie sich Rom annähern. Keiner sagt, dass Rom sich eben nie verändert, dass Rom sich nicht annähert. Annäherung muss immer von den so gefallenen, abgefallenen Brüdern kommen. Ja? In demselben Jahr 1977 reiste John Stott nach Venedig, um an dem evangelisch-römisch-katholischen Dialog über Mission teilzunehmen. Der geachtete evangelische Theologe J.I. Packer hat den Argumenten für die ökumenische Erneuerung zusätzliches Gewicht verliehen. Zitat.
Erkenne ich Erneuerung in der römisch-katholischen Kirche? Als Protestant für den wesentliche Elemente des offiziellen Katholizismus eine Verfälschung des Christentums darstellen, antworte ich mit Ja. Wenn diese Ströme der Erneuerung beständig weiterfließen, wird die katholische Kirche in höchstem Maße fruchtbar werden für den Rest der Christenheit und für die umnachtete heidnische Welt unserer Zeit. Ende Zitat aus der Zeitschrift New Covenant, Februar 1988. Aber jetzt hören wir auch endlich mal ein paar Stimmen, die uns warnen, was diese Bewegung, die charismatische und die ökumenische Bewegung angeht. Das wird ja auch mal Zeit. Der amerikanische Evangelikale David W. Cloud ordnet die Vorgänge entschieden anders ein. Zitat: Aus der Sicht Roms könnte es kein wirksameres Werkzeug für die Erfüllung seiner Ziele, das heißt den Aufbau der katholischen Kirche und die Wiederaufrichtung katholischer Weltherrschaft, geben als die leichtgläubig irregeleitete charismatische Bewegung. Diese Bewegung glaubt, Katholiken wie alle anderen müssen nur wiedergeboren sein und sieht deshalb keine Veranlassung, vor Roms bösen, blasphemischen Irrtümern zu warnen oder die Erretteten anzuweisen, diese abtrünnige Kirche zu verlassen. Diese Bewegung ist ein Volltreffer für Rom. Ende Zitat aus Protestant Alliance, Reformer Magazine. Da muss ich doch nochmal eben drauf eingehen, was der hier gerade sagt. Ich habe immer behauptet und werde es auch weiterhin behaupten, dass Rom in erster Linie eine politische, eine weltliche Macht ist. Und er spricht hier von der Wiederaufrichtung katholischer Weltherrschaft. Da katholisch das Wort universal auch ist, also universale Weltherrschaft, das schließt ja eindeutig wohl den politischen Bereich mit ein und handelt nicht nur von Spiritualität. No? Aber finde ich ganz wichtig, weil er sagt hier ganz klar, die Wiederaufrichtung katholischer Weltherrschaft. Was ist denn diese sogenannte neue Weltordnung? Die ist nichts anderes als die alte Weltordnung wiederhergestellt. Die Zeit vor der Reformation, wo der Papst problemlos, mehr oder weniger, über die Könige der Welt, der damals bekannten, der interessanten Welt, der westlichen Welt, regiert hat. Und genau das will er wieder. Und das tut er heute auch, durch die Jesuiten. Und diese ganze Bewegung führt dazu, dass es eben spirituell auch so ist. Ja? Und weiter sagt er hier, und sieht deshalb keine Veranlassung, vor Roms bösen, blasphemischen Irrtümern zu warnen oder die Erretteten anzuweisen, diese abtrünnige Kirche zu verlassen. Diese Bewegung, also die ökumenische und die charismatische hauptsächlich, ist ein Volltreffer für Rom. Vor Roms bösen, blasphemischen Irrtümern zu warnen oder die Erretteten anzuweisen, diese abtrünnige Kirche zu verlassen. Offenbarung 18, Vers 4. Kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und dass ihr nicht geplagt werdet von ihren Plagen. Im Grunde sagt er hier nichts anderes als das, was in Offenbarung 18, 4 steht. Nur die Leute lesen es nicht. Und wenn sie es lesen, dann begreifen sie es nicht, weil sie denken, dass die römisch-katholische Kirche tatsächlich die Kirche ist, die Jesus Christus gegründet hat. Und das ist sie nicht. Nun, besorgte protestantische Gruppen wie die Kirchliche Gesellschaft der englischen Staatskirche und die Protestantische Allianz, gegründet von dem siebten Graf Shaftesbury, sagen, der Preis der charismatischen Erneuerung und des Neo-Evangelikalismus sei viel zu hoch. Dr. David Samuel, Direktor der Kirchengesellschaft, warnt in einem Artikel von 1990, Zitat: Wir erfahren die Wiederbelebung dieses uralten Regimes mit einem Brennpunkt im Papsttum. Das ist etwas, was man 1870 nicht für möglich gehalten hätte, als die zeitliche Macht des Papstes abnahm und das Vermögen des Vatikans zu schwinden schien. Wir haben eine bemerkenswerte Neubelebung jeder Institution miterlebt, deren Ziel es ist, an der Spitze eines durch die ökumenische Bewegung geschaffenen kirchlichen Reiches zu stehen. Ende Zitat. Die ökumenische Bewegung hat nach Ansicht protestantischer Führer beachtlich
wenn nicht unwiderstehbar, an Boden gewonnen. Wichtige Unterschiede in den Glaubensinhalten sind verschwunden und die protestantische Reformation ist nahezu aufgehoben. George Ashdown, Sekretär der protestantischen Allianz, glaubt, dass die Christen eine klare Rückbesinnung brauchen. Zitat: Die Reformatoren sahen das ganze katholische System als antichristlich. Luther und Calvin gingen so weit, das Papsttum mit dem Antichristen gleichzusetzen, und sie sahen genau wie Wycliffe, Tyndale, Matthew Henry, Spurgeon, Lloyd-Jones und viele andere die römisch-katholische Institution als das große Babylon, die Mutter der Hurerei, wie sie in der Offenbarung Kapitel 17 anschaulich beschrieben wird. Ende Zitat. Damit kommen wir auch zum Ende des ersten Kapitels. Und da bleibt mir nur hinzuzufügen, dass es das ist, was ich schon immer gesagt habe, alle Reformer waren sich in dem einen Punkt einig. Rom, das Papsttum, das Büro des Antichristen, ist das Büro des Papstes, ist der Antichrist, wie er in der Bibel beschrieben steht. Da waren sie sich alle einig. Hier und da hatten verschiedene Reformatoren vielleicht verschiedene Ansichten über Dinge in der Bibel, deswegen auch die ganze Aufteilung in diese ganzen verschiedenen Glaubensrichtungen, also Denominationen, leider. Aber in dem einen Punkt, dass Rom und der Papst der Antichrist ist, darin waren sie sich alle einig. Und das war hauptsächlich der Protest. Und das ist heute leider hauptsächlich total vergessen. Niemand kann euch heute mehr sagen, wer der Antichrist der Bibel ist. Aufgrund der jesuitischen Falschlehre entweder des Präterismus oder aber des Futurismus von Francisco Ribera. Ich sage mal Alberto. Von Francisco Ribera von 1590. Und wenn die Leute nicht mehr wissen, dass der Papst der Antichrist ist, ja, dann ist der Papst halt ein lustiger Mann mit seinem Hut da in Rom und der so schöne Sachen predigt, so schöne Sachen sagt, und dem kann man dann ja auch zuhören, da kann man dann ja auch zugehören. Weil ich weiß ja nicht mehr, dass er der Antichrist ist. Und das ist ein bisschen so die Lebensaufgabe, die ich mir mit Stunde der Wahrheit und meinem YouTube-Kanal Joggler66 gestellt habe, die Welt eben davon wieder in Kenntnis zu setzen, dass das Papsttum der Antichrist ist. In Kapitel 2 fährt der Autor fort: römisch-katholische Lehre und die Messe. Was Erzbischof Tempel ergänzende Wahrheiten, was wir schon im ersten Kapitel gehört hatten, genannt hatte, wurde von den Reformatoren als Irrtümer bezeichnet. Irrtümer, die, wenn man sich ihnen entgegenstellte, Verfolgung, Inquisition, Martyrium und Abspaltung nach sich zogen. Diese Irrtümer, die zu den führenden Lehren der Kirche Roms zählen, werden in den 39 Grundsatzartikeln der Kirche von England in unzweideutiger Sprache neunfach verurteilt, schrieb Bischof J.C. Ryle im Jahre 1885. Ein weiteres Problem für heutige Protestanten liegt darin, dass die Irrtümer seit dem 16. Jahrhundert noch verschlimmert worden sind. Die Grundsätze, die von der römisch-katholischen Kirche im Konzil von Trient zur Bestätigung des Dogmas bzw. Irrtums in Worte gefasst wurden, sind von nachfolgenden Päpsten einschließlich Johannes Paul II. Heutzutage immer von Neuem bestätigt worden. Doch dazu sind inzwischen noch drei neue Dogmen gekommen. Die Unfehlbarkeit des Papstes mit dem Ersten Vatikanischen Konzil 1870, die unbefleckte Empfängnis 1854 und die Himmelfahrt Mariens der Mutter Gottes 1950. Nun, über die unbefleckte Empfängnis, da bin ich ja drauf eingegangen in meiner Lesung von Babylon nach Rom von Alexander Isloff, von dem wir auch noch hier ein paar Zitate später bekommen in diesem Kapitel. Ein sehr wichtiges Buch, das ich nur jedem, der es nicht angeschaut hat, anrate, sich anzusehen. Es ist eine Abspielliste vorhanden, die heißt von Babylon nach Rom, und da sind in chronologischer Reihenfolge alle Videos meiner Lesung des Buches von Alexander Hislop drin. Das kann man sich alles anschauen. Entgegen der Annahme sehr vieler Menschen hat das Zweite Vatikanische Konzil keine Lehre der Kirche abgeschafft, auch keine Empfehlung dahingehend ausgesprochen. Nun kommen wir zur Errettung, dem zweiten Teil des zweiten Kapitels.
Eine grundlegende Rolle in der ganzen lehrmäßigen Unterschiedlichkeit spielt das Thema der Errettung selbst. Rechtfertigung durch Glauben allein ist, nach der Auffassung Roms, nicht ausreichend. Zusätzliche Gnade ist nötig. Diese, so erfahren wir, wird durch die Sakramente erlangt, sowie durch weitere Werke und eingeflößte Gerechtigkeit. Diese Ansicht führte dann zu den Lehren von Buße, Fegefeuer und Ablass, Taufe, so sagt Rom, ist heilsnotwendig. Die Kirche beharrt darauf, dass Katholiken getauft sein müssen, um gerettet zu werden. Der katholische Katechismus definiert Taufe als das Sakrament, das unseren Seelen das neue Leben heiliger Gnade gibt, durch welches wir Kinder Gottes und Erben des Himmels werden. Sie sei notwendig für die Errettung aller Menschen, denn Christus sagt, Zitat, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Aus Johannes, Kapitel 3, Vers 3. Das Zweite Vatikanische Konzil bestätigte das bereits 1301 von Papst Bonifatius VIII. Eingesetzte Dogma Extra Ecclesiam Nulla Salus, das heißt kein Heil außerhalb der römischen Kirche. Hört gut zu, weil das ist im Grunde ein Vorläufer der Bulle Unam Sanctam, die er 1302 rausgebracht hat. Derselbe Papst. Zitat: Nur durch die katholische Kirche kann die ganze Fülle der Gnadenmittel zur Errettung erlangt werden. Alle sind verpflichtet, der katholischen Kirche anzugehören, um gerettet zu werden. Ende Zitat. Das hat Papst Bonifatius der VIII. 1301 gesagt. Und was sagte er 1302 in der Bulle Unam Sanctam? Es ist unerlässlich zur Errettung einer jeden menschlichen Kreatur, dass er Untertan des römischen Pontiffs sei. Und das habe ich verschiedene Male bereits zitiert, unter anderem in den Lesungen von Luther und auch in den Lesungen von Alexander Hislop und ganz sicher in den Lesungen von Herrscher des Bösen. Und außerdem kann man das ja sich raussuchen. Die Bulle Unam Sanctam von 1302. Und das war jetzt wohl ein Vorläufer dazu, weil diese Aussage des Papstes aus Extra Ecclesiam Nulla Salus kommt von 1301. Also ist Unam Sanctam eigentlich nur eine Bestätigung von Extra Ecclesiam Nulla Salus. Nun, Luther hat all das energisch abgelehnt. Er beschrieb die Rechtfertigung durch Glauben ohne Werke als den Artikel, mit dem die Kirche steht oder fällt, und glaubte mit den anderen Reformatoren zusammen, dass Rom durch die Leugnung des biblischen Weges zum Heil sich selbst entkirchlicht und jegliches Recht auf die Loyalität der Menschen verwirkt habe. Bill Jackson, der in Louisville, Kentucky, eine Mission mit dem kühnen Namen Christen missionieren Katholiken leitet, sagt heute mit derselben Überzeugung Martin Luthers, Zitat, völlige Vergebung der Sünden, die uns auf herrliche Weise abgenommen werden, so weit, wie der Osten vom Westen entfernt ist, wenn wir durch das vollendete Werk auf Golgotha freigekauft werden, wird ersetzt durch priesterliche Absolution, wiederholte Beichte, Buße und gute Werke. Auch steht ein beengendes, bindendes Schuldbewusstsein gänzlich im Widerspruch zu der Wahrheit in Gottes Wort, im Wort Gottes, von der reinigenden und befreienden Wirkung des Blutes Christi. Ende Zitat. Die große Lehre von der Gnade, das eigentliche Herz des Evangeliums, ist hiermit zunichte gemacht. Wir lesen im zweiten Epheserbrief, also im Kapitel 2, Vers 8 bis 9, Zitat. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Ende Zitat. Luther, ein bedeutender Theologe, ausgerüstet mit einem kraftvollen Verstand und einem beeindruckenden Wissen, entdeckte nach langer, quälender Suche, dass er all diese Dinge beiseite legen musste, um seinem Herrn zu begegnen. Wie so viele Millionen anderer Christen vor und nach ihm erkannte er die Wahrheit von der Schlichtheit der neuen Geburt. Wie Paulus den Römern schrieb, Zitat, der Gerechte wird aus Glauben leben, und wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist
und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ende Zitat. Aus dem Römerbrief, Kapitel 1, Vers 17 und Kapitel 10, Vers 9. Im nächsten Unterabschnitt des Kapitels 2 gehen wir in die Messe. Das Herzstück des römischen Katholizismus bildet die Messe oder Eucharistie, vom Zweiten Vatikanischen Konzil beschrieben als der Born und Höhepunkt des gesamten christlichen Lebens. Killian MacDonald, ein hochrangiger katholischer Theologe und Präsident des Instituts für ökumenische und kulturelle Forschung in Minnesota, sprach davon, dass, Zitat, viele bezeugen werden, dass eine der besten Äußerungen der Erneuerung ihre Eucharistie feiern sind. In Frankreich beispielsweise ordnen eine Reihe wichtiger Kommunitäten ihr ganzes Leben um die Eucharistie. Ende Zitat. Also Kommunitäten, ich glaube, eine bessere Übersetzung wäre hier Kommunen. Ne? Es geht darum, dass ganze Regionen, ganze Kommunen in Frankreich ihr ganzes Leben um die Eucharistie richten. Mary McCarthy, eine weitere führende Persönlichkeit in der Erneuerung, bezeugte, dass Teilnahme an der täglichen Messe für mich zum Lebensstil geworden ist. Durch die Messe empfange ich die nötige Kraft, um Christus und seine Lehren zu bezeugen. Ende Zitat. Naja, wenn das dann so ist, dann ist auch hier Mary McCarthy sicherlich eine Person, die nicht jeden Geist prüft, der in sie hineinkommt. Wie die meisten Katholiken das nicht tun, weil sie glauben, es ist der Heilige Geist, dabei ist es ein dämonischer Geist, weil sie befinden sich in der Kirche Satans. Nach römischer Auffassung ist die Messe ein Opfer. Ja? Das ist ein Opfer. Sie wird eingehalten als ein und dasselbe Opfer wie das des Kreuzes, insofern als Christus, der sich als ein blutiges Opfer am Kreuz seinem himmlischen Vater darbrachte, sich selbst fortwährend in unblutiger Weise auf dem Altar durch den Dienst des Priesters darbringt. Christus ist das fortwährende Opfer, daher als noch immer am Kruzifix hängend dargestellt. So. Also wenn ihr euch fragt, wenn ihr in eine römisch-katholische Kirche kommt, warum in diesen Kirchen an jedem Kreuz ein Jesus hängt, dann wisst ihr jetzt, warum das ist. Ja? Christus ist das fortwährende Opfer und deswegen auch immer noch am Kruzifix hängend dargestellt. In der römisch-katholischen Kirche ist Jesus vom Kreuz niemals runtergekommen, sondern er opfert sich ja weiterhin. Durch die Messe, jedes Mal wieder und muss deswegen halt noch am Kreuz hängen. Seine Worte, es ist vollbracht, bedeuten nach der Lehre der römischen Kirche nicht, dass sein Opfer endgültig vollbracht ist, sondern, dass er sein irdisches Leben abgeschlossen hatte und nun bereit war, sich selbst als fortwährendes Opfer darzubringen. Diese Darbringung ist für die Sünden der Lebenden und der Toten, und Hostie und Wein werden tatsächlich durch den Priester in Leib und Blut die reale Gegenwart verwandelt. Die katholische Enzyklopädie definiert diese Verwandlung, bekannt als Transsubstantiation, folgendermaßen. Zitat: In dem Sakrament der Eucharistie bleibt die Substanz von Brot und Wein nicht bestehen, sondern die gesamte Substanz des Brotes wird in den Leib Christi verwandelt, und die gesamte Substanz des Weines wird in das Blut Christi verwandelt, und die gesamte verwandelt. Lediglich die äußere Gestalt oder Erscheinung von Brot und Wein bleibt bestehen. Ende Zitat. Das Dogma der Vollständigkeit der realen Gegenwart bedeutet, Zitat, dass in jeder einzelnen Spezies der ganze Christus, Fleisch und Blut, Leib und Seele, Göttlichkeit und Menschlichkeit real gegenwärtig ist. Ende Zitat aus der katholischen Enzyklopädie. Wenn der Priester Brot und Wein weiht, gebraucht er die Worte aus Matthäus 26,26, hoc est corpus meum, dies ist mein Leib. Indem er die Hostie, die nun der ganze Christus geworden ist, darreicht, opfert er nach katholischem Verständnis Christus. Da bin ich ja, glaube ich, letztes Mal schon drauf eingegangen, dass die Priester Baals im Heidnischen
Kanabal genannt worden. Und eben, wie es auch in der Bibel so war, dass die Priester von den Opfertieren gegessen haben. Wenn man Menschen geopfert hat, haben die eben im heidnischen, nicht im biblischen System, im heidnischen System eben auch das Menschenfleisch gegessen. Und diese Priester, die Kana, das heißt, das steht für den Priester, Baal, also Priester des Baals, daher kommt dann das Wort Kannibal. Ja? Und der Priester macht hier genau dasselbe. Weil er sagt ja, dass sein Brot und der Wein komplett verändert ist in den Leib und das Blut Jesu Christi. Wenn er das denn isst oder wenn er das denn den Gläubigen in der Kirche während der Messe, während der Eucharistie zu essen gibt, dann macht er uns doch, oder diejenigen, die da sind, uns, kann ich ja nicht sagen, ich gehe da noch nicht hin, dann macht er die Menschen doch zu Kannibalen. Sie essen in dem Augenblick das Fleisch und das Blut, die ganze Göttlichkeit und Menschlichkeit, das Leib, den Leib und die Seele Jesus Christus. Das ist Kannibalismus. Und das sieht man eben. Jesus meinte, dies tut in Gedenken an mich. Das ist symbolisch. Und die römisch-katholische Kirche sagt genau, nee, es ist nicht symbolisch, es ist wörtlich. Und wenn du meinst, dass es symbolisch ist, dann bist du verdammt. Da kommen wir gleich noch drauf. Muss ja hier nichts vornehmen. Der Autor schreibt das Buch so gut, dass ich eigentlich wenige Kommentare damit zufügen muss. Aber auf jeden Fall ist hiermit, wenn er sagt, hoc est corpus meum, dies ist mein Leib, indem er die Hostie, der ganze Christus geworden ist, darreicht, dann opfert er nach dem katholischen Verständnis Christus, sein Leib. Sein Fleisch, sein Blut, sein Leib, seine Seele, seine Göttlichkeit, seine Menschlichkeit. Was hatten die Reformatoren über die Messe zu sagen? Nun, Luther, ein ehemaliger Priester der Kirche Roms, beschreibt sie als unaussprechlichen Greuel, der in völligem Gegensatz zum Prinzip der Rechtfertigung durch Glauben allein steht. Calvin nannte sie Satans Versuch, das heilige Abendmahl Christi zu verfälschen und gleichsam in dichte Finsternis einzuhüllen. Cranmer, einer der großen englischen Reformatoren, war nicht weniger direkt. Zitat: Denn dies sind nur falsche Lehren, ohne Scham erdacht und erheuchelt von bösen päpstlichen Priestern, Götzendienern und Mönchen, die für schnöden Mammon das höchstheilige Abendmahl des Herrn in offenkundigen Götzendienst verdrehen. Deshalb sollten alle gottesfürchtigen Menschen von ganzem Herzen all solche Blasphemie gegen den Sohn Gottes verweigern und verabscheuen. Ende Zitat. Das Konzil von Trient gab den Reformatoren die römisch-katholische Antwort. Diese Antwort hat kompromisslos noch heute Bestand. 2016. Das Buch ist zwar früher geschrieben, aber es hat heute noch genauso Bestand wie vor 23 Jahren oder wann das war, als das Buch rauskam. Diese Antwort hat kompromisslos noch heute Bestand, wurde sie doch vom Zweiten Vatikanischen Konzil zwischen 1962 und 65 nicht stilistisch, aber nicht inhaltlich geänderter Form erneuert. Und wir lesen aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Nein, wir lesen aus dem Konzil von Trent, Entschuldigung, 22. Sitzung zum Opfer der Messe aus der Edition Council bei Le Platte von 1564. Zitat: Wenn irgendjemand sagen sollte, dass in der Messe nicht ein wahres, echtes, versöhnendes Opfer für die Lebenden und die Toten Gott dargebracht werde, oder dass das zum Genuss Dargereichte etwas anderes sei als Christus, das heißt Transsubstantiation, so sei er verdammt. Wenn irgendjemand das mit den Worten sagen sollte, tut dieses zu meinem Gedächtnis, so sei er verdammt. Ende Zitat. Also Jesus sagte, tut dies zu meinem Gedächtnis, und wenn ich das heute sage, dann bin ich verdammt. Logisch? Ja, weil die römisch-katholische Kirche niemals die Bibel lehrt, sondern ihren Katechismus. Deswegen kann sie das tun. Nun, es muss betont werden, dass es keine Veränderung im Wesen der Messe seit dem Konzil von Trient gegeben hat. Ein Heft der Catholic Truth Society, also der katholischen Wahrheitsgesellschaft,
mit dem Titel »Wie die Messe entstand« bestätigt dies. Zitat: »Dank dem Zweiten Vatikanischen Konzil und Papst Paul VI. Haben wir heute eine neue Liturgie. Doch bei all den Änderungen haben wir noch immer die wahre Messe Christi. Was sich geändert hat, ist die Art ihrer Feier, die Liturgie. Denn es kann niemals eine neue Messe geben. Vatikanum II sagt, dass die Sprache, nicht das Wesen der Messe verändert wurde.« Ende Zitat. Wir kommen zum Heiligen Sakrament. Ein 1988 ebenfalls von der Kirchlichen Wahrheitsgesellschaft veröffentlichtes Heft erläutert die besondere Bedeutung, die das Heilige Sakrament für Katholiken hat. Zitat: »Die Krankenkommunion ist noch immer der primäre Grund für die Aufbewahrung des Sakraments in unseren Kirchen. Doch es ist nur natürlich, dass die sakramentale Gegenwart des Herrn, wenn schon zu diesem Zweck aufbewahrt, dann auch verehrt und angebetet werde. Wenn unsere Anbetung Christi sich auf das ausgestellte Sakrament konzentriert, sollte sie uns zu einer stetig sich vertiefenden Liebe für die tatsächliche Zelebration der Eucharistie führen und zu einer fruchtbaren Annahme des Leibes und Blutes unseres Herrn in der Kommunion. In ihrem Kern ist die Eucharistie dieselbe wie gestern, heute und in Ewigkeit.« Ende Zitat. Die Eucharistie ist dieselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, nicht die Eucharistie. Das ist menschengemachte Tradition und falsche Bibellehrenauslegung, wie wir gerade eben gelernt haben. Aber ist das nicht blasphemisch? Ist das nicht gotteslästerlich, wenn hier geschrieben wird, in ihrem Kern ist die Eucharistie dieselbe gestern, heute und in Ewigkeit? Das sind eben diese kleinen Nuancen, wo sie Worte aus der Bibel nehmen und für sich missbrauchen, was die meisten Leute eben in der römisch-katholischen Kirche gefangen hält. Dadurch begreifen sie nicht, wie betrogen sie da im Grunde sind. Das ist das Problem. Das römisch-katholische Konzept Eucharistie wird in der Beschreibung veranschaulicht, die Mutter Teresa von Kalkutta in einer ihrer Meditationen liefert. Und über Mutter Teresa, ich mache jetzt da keine Kommentare drüber, aber das war eine wahre Teufelin. Deswegen ist sie vom römischen Katholizismus ja auch heilig gesprochen inzwischen. Das war eine Teufelin, das war eine satanische Person. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann müsst ihr mal eure eigene Nachforschung darüber anstellen. Jedenfalls sagt Mutter Teresa hier, Zitat: »Es ist wunderbar, die Demut Christi. Es ist wunderbar, die Demut Christi zu schauen. In seinem immerwährenden Stand der Demut im Tabernakel, wo er sich zu solch einem kleinen Stück Brot erniedrigt, dass der Priester ihn mit zwei Fingern halten kann.« Ende Zitat. Kardinal John Henry Newman, ein Theologe des 19. Jahrhunderts, von den Päpsten Paul VI. Und Johannes Paul II. Als der Mann beschrieben, der das Zweite Vatikanische Konzil inspirierte, setzte sein äußerstes Vertrauen in das Heilige Sakrament. Zitat: »Wenn du denkst, dass du alles verloren hast«, sagte er 1875 nach dem Tode seines Freundes, Vater Ambrose St. John, »du aber unseren Herrn im Heiligen Sakrament bei dir hast, dann hast du noch alles.« Ende Zitat. Kurz bevor Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern einnahm, sagte er Betrug und falsche Christusse voraus. In seiner sogenannten Ölbergrede gibt er unmissverständliche Warnung, so wie wir in Matthäus 13, Vers 21 nachlesen können. Zitat: »Wenn da jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus, oder da, so sollt ihr es nicht glauben.« Ende Zitat. In der römisch-katholischen Messe, in der Eucharistie, in der Transsubstantiation, erzählen sie euch jeden Tag, dass Christus da ist. Glaubt es nicht, hat Jesus selbst gesagt. Jesus nahm das Brot in dem Obergemach, um seinen gebrochenen Leib sinnbildlich darzustellen. Er nahm nicht eine runde Oblate. Alexander Hislop, Autor des Buches »Von Babylon nach Rom«, hier direkt übersetzt die zwei Babylons aus dem original englischen Titel »The Two Babylons«, aber gemeint ist »Von Babylon nach Rom«, das 1858 erstmals ganz veröffentlicht wurde, aber dann noch immer nicht veraltet ist,
legt dar, dass, Zitat, die runde Oblate, deren Rundheit ein so wichtiges Element in der römischen Mystik ist, nur ein anderes Symbol für Baal oder die Sonne ist. Ende Zitat. Hislop schreibt weiter, es sei verblüffend festzustellen, dass das Bild der Sonne hoch oben über den Altären der Baalsverehrung angebracht war, wie sie in den Tagen des Abfalls von dem götzendienerischen Israel praktiziert wurde. Ende Zitat, wie wir im zweiten Buch der Chroniken, Kapitel 34, Vers 4 nachlesen können. Jetzt erwähnt hier Michael Desemlian ein weiteres Buch. Habt ihr sicher schon mal gehört, Babylon Mystery Religion. Das habe ich ja auch erst gerade eben auf meinem Kanal beendet zu lesen, das ganze Buch, in Englisch halt. Veröffentlicht 1966, widerrufen vom Autor 1998. Und dann hat er ein paar neue Bücher geschrieben, indem er alles widerrufen hat. Aber wenn euch das interessiert, müsst ihr euch meine englischen Lesungen anhören, da gehe ich drauf ein. In seinem Buch Babylon Mystery Religion beschreibt der kalifornische Autor Ralph Woodrow den riesigen Altar der St. Peterskirche in Rom und die 30 Meter hohen Säulen, die ihn stützen. Am oberen Ende jeder Säule befindet sich ein Abbild der Sonne, wie es im heidnischen Götzendienst verwendet wurde. Hoch oben an der Wand ist ebenfalls ein sehr großes, detailliert aufgeführtes, goldenes Sonnenrad abgebildet, genau so, wie es in dem großen Tempel von Babylon vorlag. Die Sonnenradbilder gleichen auch den Sonnenabbildungen in der Monstranz, in der inmitten einer Sonne die Hostie steht, vor der die Katholiken niederknien und sich verneigen. Ähnliche Sonnenbilder sind über den Altären ausgegrabener Tempel des pharaonischen Ägyptens entdeckt worden. Inschriften an den Tempelwänden haben gezeigt, dass die flachen, runden Kuchen der antiken Mysterien auf jedem Altar zu finden waren. Hislop identifiziert die Kuchen als jene, die der Himmelskönigin dargereicht wurden, das unblutige Opfer, das von der Muttergöttin verlangt wurde und das ihr von den Israeliten dargebracht wurde, wie wir in Jeremia Kapitel 7, Vers 18 lesen können. Zitat, die runde Scheibe, die in den heiligen Zeichen Ägyptens so häufig vorkommt, versinnbildlich die Sonne, schreibt Hislop. Nun, wenn Osiris, der Sonnengott, geboren wurde, dann geschah es nicht allein, um sein Leben als ein Opfer für die Menschen zu geben, sondern auch, um Leben und Nahrung für die Menschenseele zu sein. Dieser Sohn nun, der als Korn dargestellt wurde, war die fleischgewordene Sonnengottheit gemäß dem heiligen Orakel der großen Göttin Ägyptens. Kein Sterblicher hat meinen Schleier gelüftet. Die Frucht, die ich hervorgebracht habe, ist die Sonne. Was ist da natürlicher, wenn dieser fleischgewordene Gott als das Brot Gottes versinnbildlicht wird, als dass er als eine runde Waffel dargestellt werde, um ihn mit der Sonne zu identifizieren. Ende Zitat aus den beiden Büchern hier jetzt gerade zum Schluss nochmal von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Was hat Jesus Christus gesagt, als der Teufel ihn verführte? Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Richtig? Und das Wort ist natürlich sinnbildlich gesprochen auch Brot. Und die Heiden missbrauchen das dann hier natürlich auch. Was ist da natürlicher, wenn dieser fleischgewordene Gott als das Brot Gottes versinnbildlicht wird? Als dass er in eine runde Waffel dargestellt werde, um ihn mit der Sonne zu identifizieren. Reiner Abfall. Pure katholische, antichristliche, antibiblische Lehre. Nun, die brennende Frage. Protestanten oder jene, die die Irrtumslosigkeit und volle Autorität der Schrift bekennen, sehen die Messe im Widerspruch zur Schrift, insbesondere zum Hebräerbrief. Da gehe ich gleich drauf ein. Aber der Satz ist zu wichtig, als dass ich da einfach so drüber lesen könnte. Protestanten oder jene, die die Irrtumslosigkeit und volle Autorität der Schrift erkennen. Ich zähle mich zu den Letzteren. Ich zähle mich nicht zu einem Protestanten, weil das ist so eine Verallgemeinerung und da wird man in so eine Schublade gedrückt. Aber ich zähle mich zu denen, die die Irrtumslosigkeit und volle Autorität der Schrift erkennen. Die Bibel ist Gottes Wort und Gottes Wort ist unveränderlich.
fehlbar. Und deswegen baue ich meine gesamte Autorität und allem, was ich sage und mein Gewissen auf der Bibel, auf dem Wort Gottes. Was lesen wir dann im Hebräerbrief? Kapitel 10, Vers 12, Zitat. Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes. Ende Zitat. Und im Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 7 bis 28 lesen wir, und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Ende Zitat. Diese beiden Verse fassen das ganze ein für alle Mal geschehene Werk des Sühneopfers zusammen. Der 28. der 39 Artikel der Kirche von England aus 1571 erklärt, Zitat, Transsubstantiation ist den deutlichen Worten der Heiligen Schrift zuwider, macht das Wesen des Sakraments zunichte und hat Anlass zu vielerlei Aberglauben gegeben. Das Sakrament des Abendmahls wurde nicht auf Anordnung Christi aufbewahrt, umhergetragen, angebetet und erhoben. Ende Zitat. Man vergleiche diese Aussage mit einem Bericht des Papstes Johannes des 23. von einer Messe, die er vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil zelebrierte. Zitat, unsere Stimmen zitterten vor innerer Erregung. Der zentrale, richtungsweisende, leuchtende Höhepunkt der Versammlung. Unsere geweihten und heiligen Hände hoben das eucharistische Opfer empor, Jesus, unseren Retter und Erlöser. Ende Zitat. Die englischen Reformatoren lehnten die Lehre von der realen Gegenwart Christi in der Messe rundweg ab und beharrten auf den Schlüsselworten aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 24, zu meinem Gedächtnis. Aus diesem Grunde wurden viele von ihnen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die englische Reformation drehte sich um eben diese Frage. Einer nach dem anderen, Rogers, Bradford, die Bischöfe Hooper, Latimer und Ridley, Erzbischof Cranmer, sie alle gingen in den Tod, weil sie eine Lehre ablehnten, die ihrer Überzeugung nach das ganze System christlicher Wahrheit verfinsterte, sogar zerstörte. Sie wussten um die Bedeutung ihrer Standfestigkeit für die Nachwelt. Als der schottische Verlag The Banner of Truth Trust im Jahre 1960 unter dem Titel Fünf englische Reformatoren eine gekürzte Version des Klassikers von J.C. Ryle, Licht aus früheren Zeiten, herausbrachte, fühlten sich die Herausgeber des Banner veranlasst, eine Einleitung zu schreiben, die wir auszugsweise hier wiedergeben möchten. Sie enthält eine dringende Warnung aus dem Munde des großen evangelischen Bischofs vor der Wiedereinführung der Messe sowie eine Voraussage, die sich bereits erfüllt hat. Wir lesen aus Banner of Truth, Februar 1960, Zitat. Während wir schlafen, wird ein Angriff gegen uns durchgeführt. Ein Angriff, dem standzuhalten, die protestantischen Kirchen unseres Landes niemals weniger in der Lage waren als heute. Anglikaner und Nonkonformistenführer haben gleichermaßen die einzige Waffe fortgeworfen, die uns verteidigen könnte. Das Schwert des Geistes, das unfehlbare Wort Gottes. Das Wort Gottes allein, die Gnade Gottes allein, die Kraft des Heiligen Geistes allein, das waren die Wächterrufe, die vor 400 Jahren den Sieg davon trugen. Es sind nicht die Rufe, die wir heute von unseren protestantischen Kanzeln hören. J.C. Ryle, der erste Bischof von Liverpool, erlebte als junger Student in Oxford in den 1830er Jahren die romwärts gerichtete Bewegung der englischen Kirche mit und erlebte lange genug, um den Strom zur Flut anschwellen zu sehen, zu einer Flut, die, wie er im Alter prophezeite, im nächsten Jahrhundert alles mit sich fortreißen würde. Ryles Überzeugungen zu dem Thema waren über lange Zeit gewachsen. Er war kein leichtfertiger Panikmacher, doch er sah Roms Macht zunehmen. Er las wieder und wieder unsere Kirchengeschichte, er kannte die menschliche Natur und redete dementsprechend. Eine auszehrende, untergrabende Entwicklung bewegt sich seit langem unter unseren Füßen vorwärts, von der wir jetzt allmählich die ersten Auswirkungen sehen können. Nach und nach werden wir sehr viel mehr davon sehen. So wie die Dinge vorangehen, würde es mich nicht überraschen, wenn in 50 Jahren die Krone Englands nicht länger in protestantischer Hand ist,
und das Hochamt wieder wie in der Westminster Abtei oder der St. Paul's Kathedrale zelebriert wird. Es ist sehr traurig sagen zu müssen, dass am 2. Februar 1960 eine Requiemmesse für den verstorbenen Grafen von Halifax in der Westminster Abtei gehalten wurde. Ende Zitat. Ryle führt aus, dass, Zitat, die römische Lehre von der realen Gegenwart, wenn man daraus die berechtigten Forderungen zieht, jede der Hauptlehren des Evangeliums verfinstert und das ganze System der Wahrheit Christi durcheinanderwirft und zerstört. Sie bringt einen Götzendienst hervor, der von treuen Christen zu verabscheuen ist. Ende Zitat. Hat das, was der Apostel Paulus hierzu in seinem zweiten Brief an die Korinther schrieb, für uns heute Gültigkeit? Zitat, was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Darum geht aus ihnen heraus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen. Ende Zitat. 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 16 und 17. Der Schreiber des Hebräerbriefs erinnert die Leser daran, dass Jesus Christus ein unverfängliches Priestertum hat. Er hat nicht nötig, wie jene Hohepriester täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes, denn das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Ende Zitat. Das kommt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 7, Verse 4 bis 27. Schriftstellen wie die genannten und auch Offenbarung 18, Vers 4. Geh hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen, waren es, die die protestantische Reformation begründeten. Was hat es denn nun auf sich mit dem Ausdruck der Erneuerung in der Eucharistiefeier, dem neuen Enthusiasmus für die Messe unter charismatischen Katholiken? Bedeutet er Hoffnung auf Einheit in der Kirche oder ist er nicht vielmehr ein Flackern in Hugh Latimers Kerze, die, von den Reformatoren entzündet, jetzt zu erlöschen droht? Die Wiedereinführung der Messe. Im Oktober 1988 wurde der Lord Kanzler Lord Mackay aus dem Ältestenrat seiner Kirche, der Freien Presbyterianischen Kirche Schottlands, entlassen, weil er zweimal an Requienmessen für seinen Freund teilgenommen hatte. Die Haltung der Kirche, in der Presse als fast unglaubliche Bigotterie dargestellt, ist in Wahrheit die verfassungsmäßige Position der Königin und der königlichen Familie. Die BBC erwähnte in ihrer Berichterstattung wiederholt den Grundsatz, der die Kirche zu diesem Schritt veranlasst hatte. Doch in den meisten Medien kam dieser Grundsatz nicht zur Sprache. Wenn es überhaupt geschah, dann wurde er nicht erläutert. Als Prinz Charles im September 1986 in Kirkby Stephen in Cumbria mit seinem Freund Hugh und mit seinen Freunden Hugh und Emily von Cuthern einer Messe beiwohnte, verursachte er damit allerlei Unruhe. Vorher war er als Thronerbe durch das Verbot der Königin daran gehindert worden, der Privatmesse des Papstes im Vatikan beizuwohnen. Der Prinz von Wales nahm auch an einer Messe während seines Besuchs in der Normandie zum Gedenken an die Landung der Alliierten im Jahre 1944 teil. Bis in dieses Jahrhundert hinein war die Teilnahme an der Messe für den Souverän gesetzwidrig aufgrund des Königseids, der König und Land unter die Autorität der Heiligen Schrift stellen sollte. Es war im Jahre 1910, gut ein Jahrzehnt vor der Unabhängigkeitserklärung Irlands, dass eine Asquith-Regierung an ihrem Amt klebend und bedrängt sowohl von den irischen Nationalisten als auch von den Sacerdotalisten in der anglikanischen Kirche die anstößige Formulierung aus dem Jahre 1689 abschaffte, die dem Monarchen und den Thronerben jegliche Berührung mit der Messe untersagt. Bei seiner Krönung enthielt der Eid König Georges des Fünften die Worte, Zitat, »Ich, George, bekenne, bezeuge und erkläre feierlich und ernsthaft in der Gegenwart Gottes, dass ich glaube, dass im Sakrament des Abendmahls keine Transsubstantiation der Elemente Brot und Wein in Leib und Blut Christi gibt, während oder nach der Weihe derselben durch welche Person auch immer, und dass die Anrufung und Anbetung
der Jungfrau Maria oder jedes anderen Heiligen und das Opfer der Messe, wie sie jetzt in der Kirche Roms üblich sind, abergläubisch und götzendienerisch sind. Ende Zitat. Das musste der König sagen. Das nennt man auch die Royal Declaration. Und die habe ich im Laufe der Lesungen von Hour of the Truth, wo es ging um das Buch, was ich vorgelesen hatte, damals mit Walt Stickel zusammen, The Vatican Jesuit Global Conspiracy, da hatten wir, glaube ich, auch die Royal Declaration einmal vorgelesen. Könnt ihr euch ja selbst raussuchen. Ich glaube, die steht drin in dem Buch The Grand Design Exposed. Ansonsten ist die eigentlich nicht zu finden. Ich glaube, im Internet ist sie so gut wie unfindbar. The Royal Declaration, um die es hier geht. Nun, diese Schutzbestimmung, die es ja gewiss sein sollte, steht im Einklang mit Erzbischof Cranmers ernsthafter Warnung an die Kirchen vor der Messe. Zitat: Was nützt es, Rosenkränze, Ablässe, Pilgerschaften und andere Papisterei dieser Sorte fortzunehmen, solange die beiden Hauptwurzeln unausgerissen bleiben? Solange sie bleiben, werden die genannten Hindernisse in des Herrn Ernte und Verderbnisse seiner Herde wieder emporkeimen. Der Rest ist nur Zweige und Blätter. Das Abschneiden derselben gleicht dem Abästen und Stutzen des Baumes oder dem Abschneiden des Unkrauts, während der Stamm unverletzt und die Wurzel im Boden bleibt. Aber der eigentliche Stamm des Baumes, oder besser die Wurzel des Unkrauts, ist die papistische Lehre von der Transsubstantiation oder der realen Gegenwart des Fleisches und Blutes Christi in dem Opfer des Altars, wie sie es nennen, oder von der Opferung Christi durch den Priester für die Errettung der Lebenden und der Toten. Duldet man, dass diese Wurzeln im Weinberg des Herrn wachsen, dann werden sie wiederum den ganzen Boden mit den alten Irrtümern und dem alten Aberglauben bedecken. Ende Zitat. Aus dem Werk vom wahrhaft katholischen Gebrauch des Abendmahls von Thomas Cranmer. Und der letzte Abschnitt in Kapitel 2 kommt an und der heißt Teilnahme an der Messe damals und heute. Der Grundsatz der freien Presbyterianer, von dem die BBC sprach und der in ihrem 1989 erschienenen Heft Freie Presbyterianer und die Requiemmesse dargelegt wird, hat eine lange Tradition. Zur Zeit der Reformation billigten protestantische Führer nicht, dass Christen an der Messe teilnahmen, ohne ihren Protest dagegen zum Ausdruck zu bringen. Calvin hatte sehr entschiedene Ansichten zur Teilnahme an der Messe. Reformierte Christen seiner Zeit begaben sich in Lebensgefahr, wenn sie nicht teilnahmen, und viele von ihnen wollten die Tatsache geheim halten, dass sie Protestanten waren. Doch Calvin trat der Ansicht streng entgegen, dass Protestanten an der Messe teilnehmen konnten, wenn sie diese gleichzeitig heimlich in ihrem Herzen ablehnten. Das ist so ein wichtiger Satz, da muss ich nochmal drauf eingehen. Das habe ich in verschiedenen Lesungen gesagt, ich weiß nicht, ob es in Englisch war oder in Deutsch. Man kommt da auch immer ein bisschen durcheinander bei der ganzen Arbeit, die ich mache. Der letzte Satz. Calvin trat der Ansicht streng entgegen, dass Protestanten an der Messe teilnehmen konnten, wenn sie diese gleichzeitig heimlich in ihrem Herzen ablehnten. Wenn ich an diesen Feierlichkeiten, an diesen Sakramenten der römisch-katholischen Kirche teilnehme, auch wenn ich sie nicht glaube, dann gebe ich doch dadurch, dass ich daran teilnehme, dem Gott der römisch-katholischen Kirche die Ehre, dessen Priester da vor mir steht, und der mir erzählt, das und das und das passiert mit dem Abendmahl, mit der Transsubstantiation und so weiter. Ich gebe Ehre dem Gott der römisch-katholischen Kirche. Und das ist nicht der Schöpfergott. Das ist nicht der Gott der Bibel. Das ist nicht der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Das ist der Teufel, der kein Gott ist, der ein gefallener Engel ist. Aber er ist der Gott des Vatikan. Von daher finde ich diesen Satz hier sehr, sehr wichtig, den ich hier gerade vorgelesen habe, von Calvin. Solch ein Verhalten war keine Verehrung, sondern eine Entehrung Gottes. Die Scheiterhaufen waren in jenen Zeiten sehr viel höher und Calvin wusste, dass er durch seinen Standpunkt Menschen in Lebensgefahr brachte. Wobei ich jetzt eben anmerken muss, das ist doch wurscht. Wenn du ein erretteter Christ bist,
dann kannst du doch gar nichts Besseres haben, als den Märtyrertod für Jesus Christus zu sterben. Dann schläfst du und bei der Auferstehung bist du da wieder bei. Wir haben dann ewiges Leben. Dieses Leben hat uns doch als bibelgläubige Christen im Grunde nicht viel zu bieten. Das Einzige, was uns zu bieten hat, das sind solche Sachen, wie ich hier mache. Uns bilden in der Geschichte, in der Kirchengeschichte, in der wirklichen Historie und andere Leute versuchen darüber aufzuklären und sie auch auf den rechten Weg zu bringen, zu versuchen. Dafür sind wir hier und sonst leben wir für gar nichts. Weil wenn wir da nicht für leben, ja, dann schmeißen wir unser ganzes Leben hier weg und das ist ja nun auch nicht Sinn der Sache. Aber dafür lebe ich. Ich kann ja nicht für andere sprechen. Aber dafür lebe ich und dafür sterbe ich auch. Das ist mir scheißegal, wie hoch sie den Scheiterhaufen bauen. Dafür gehe ich drauf. Ich werde keine Kompromisse mit meinem Glauben zu meinem Gott eingehen. Sage ich mal ganz, ganz deutlich. Das ist nämlich das Einzige, was in diesem Leben überhaupt zählt. Zu Gott zu stehen, wie er zu mir gestanden hat. Er ist verdammt nochmal für mich am Kreuz gestorben. Es ist die größte Tat, die man tun kann, für einen Freund zu sterben. Das hat Jesus Christus getan. Nicht für einen Freund, sondern für Billionen ist er gestorben. Und ich kann das gleiche Opfer bringen. Weil es im Grunde kein Opfer. Ich habe ja das Versprechen des ewigen Lebens von ihm. Aber wir fahren noch eben fort hier. Obwohl es ihn zutiefst unbeliebt machte, beharrte er, also Calvin, aus den ersichtlichsten Gründen darauf, dass Christenmenschen bei einer Messe nicht einmal anwesend sein sollten. Ende Zitat. Calvin sah die Worte des Paulus an die Korinther: Flieht den Götzendienst als Befehl des Herrn an, wie wir im 1. Korintherbrief Kapitel 10, Vers 14 nachlesen können. Und ich kann das nicht genug unterstreichen, dass ich das auch so sehe. Sola Scriptura. Die Bibel und die Bibel allein. Das steht in deutlichem Kontrast zu dem Ansatz der charismatischen Erneuerung und des in der heutigen Kirche so beliebten neuen Evangelikalismus. Im Jahre 1978 wurde Dr. Donald Coggan zum ersten Erzbischof von Canterbury seit der Regentschaft von Maria I., der an einer päpstlichen Messe teilnahm. Auch Robert Runcie war 1989 bei einer päpstlichen Messe in Rom zugegen, obwohl ihm von Vatikansprechern klar gemacht worden war, dass ihm nicht gestattet sei, die Kommunion zu nehmen. Während der letzten zwei Jahrzehnte sind sakramentale Gottesdienste erneut in den Vordergrund getreten, indem beispielsweise die Messe regelmäßig in den TV- und Rundfunk- und Sonntagsgottesdiensten gefeiert wird. Erwähnungen derselben in Hörspielen und Dokumentationen als repräsentativ für christlichen Gottesdienst sind zum auffälligen Bestandteil unseres Lebens geworden. Zu Weihnachten 1990 bekamen die Zuschauer 4 Fernsehgottesdienste angeboten, von denen 3 Messen waren. Requiemmessen, einschließlich einem Gebet für die Toten, haben des Öfteren zu Zeiten nationaler Tragödien und Katastrophen den Schauplatz eingenommen. So wird die Wiedereinsetzung der Messe im öffentlichen Bewusstsein und im Leben der Nation in unseren Tagen zur Realität. Und damit endet das zweite Kapitel aus dem fantastischen Buch von Michael de Semlien, Alle Wege führen nach Rom. Interessant ist, dass im Englischen der Buchtitel mit einem Fragezeichen endet und im Deutschen nicht. Ich denke mal, dass die Übersetzer vielleicht eingesehen haben, dass man dieses Fragezeichen weglassen kann. Ob man jetzt das Buch gelesen hat oder nicht. Wenn man die Bibel kennt, dann weiß man, dass alle Wege nach Rom führen. Und das ist natürlich nur, theoretisch gesehen, weil die Wege von Rom führen alle nach Babylon, ne? Rom ist Babylon. Und das wird ja nun auch ein bisschen deutlicher mit dem, was wir jetzt gerade eben über die Messe und sowas alles gelesen haben. Und wie die römisch-katholische Kirche sich die Frechheit nimmt, die Worte hoc est corpus meum, die Jesus Christus gesagt hat, dies ist mein Leib, wie sie die aus dem Zusammenhang mit rausnehmen und wie sie damit sagen von, das ist auch wirklich der Leib. Durch die Transsubstantiation machen sie uns alle zu Kannibalen. Also,
diejenigen, die an der Messe zumindest und an der Eucharistie teilnehmen. Kommt aus ihr heraus, mein Volk. Also ich finde das ein sehr, sehr schönes Buch und ich freue mich auf die Lesung des nächsten Teils, des dritten Kapitels. Das ist getitelt Die Jungfrau Maria. Ja, da fürchte ich jetzt schon, dass ich eine ganze Menge Kommentare haben werde. Und es ist nicht, dass ich keine Kommentare vorbereitet habe, dass ich keine habe. Ich meine, ich gebe die Kommentare jetzt so, wie sie mir einfallen, während ich das Buch lese, weil ich habe mir nichts notiert. Ist auch mal für mich eine neue Art und Weise, an so eine Buchlesung ranzugehen. Finde ich aber nicht schlecht. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, auch das Video, neben dem, was ich gelesen habe. Ihr habt was von gelernt und ich hoffe, dass es eine ordentliche Weiterverteilung dieser Videos gibt. Dafür mache ich die Arbeit ja. Meine Arbeit ist urheberrechtsfrei und ihr könnt das überall auf YouTube-Kanälen, in sozialen Medien und wo auch immer gerne weiter hochladen. Je weiter das verbreitet wird, desto besser, denke ich, ist es. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Gott möge euch beschützen und behüten und auf den schmalen Pfad der Tugend, auf den schmalen Pfad zur Erlösung, den schmalen Pfad, der zu Jesus Christus führt, da möge er euch halten. Gott segne und beschütze euch. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss. Ich sehe den großen Abfall. Ich sehe die Verwüstung des Christentums. Ich sehe die rauchenden Ruinen. Ich sehe die Herrschaft von Ungeheuern. Ich sehe jene Vizegötter, jenen Gregor den Siebten, jenen Innozenz den Dritten, jenen Bonifatius den Achten, jenen Alexander den Sechsten, Gregor den Dreizehnten, Pius den Neunten. Ich sehe ihre lange Folge, ich höre ihre unerträglichen Lästerungen, ich sehe ihren abscheulichen Lebenswandel, ich sehe, wie sie angebetet werden von verblendeten Generationen, wie sie hohle Segnungen austeilen, wie sie ihren verlogenen Ablasshandel treiben und ein heidnisches Christentum schaffen. Ich sehe ihre livrierten Sklaven, ihre geschorenen Priester, ihre zölibatären Beichtväter, ich sehe den berüchtigten Beichtstuhl, ich sehe die verführten Frauen, die ermordeten Unschuldigen, ich höre die verlogenen Absolutionen, ich höre die Todesseufzer, ich höre die Schreie der Opfer, ich höre die Bannsprüche, die Flüche, den Donner der Interdikte. Ich sehe die Folter, ich sehe die Verliesung, die Scheiterhaufen. Ich sehe die unmenschliche Inquisition, jene Feuer von Smithfield, jene Gemetzel der Bartholomäusnacht, jene spanische Armada, jene unsäglichen Dragonaden, jene endlose Kette von Kriegen, jene entsetzliche Menge von Massakern. Ich sehe das ganze System und im Namen des Ruins, den es in der Kirche und in der Welt verursacht hat, im Namen der Wahrheit, die es verleugnet hat, des Tempels, den es geschändet hat, des Gottes, den es gelästert hat, der Seelen, die es zerstört hat, im Namen der Millionen, die es getäuscht hat, der Millionen, die es dahingeschlachtet, der Millionen, die es verdammt hat. Gemeinsam mit heiligen Bekennern, mit edlen Reformatoren, mit unzähligen Märtyrern, mit den Glaubenden aller Zeiten, brandmarke ich es als Satans Meisterstück, als den Leib, die Seele und das Wesen des Antichristen. Jeder Christ hat die heilige Pflicht, im Gebet den Antichristen zu bekämpfen. Und was der Antichrist ist, darüber dürfte es bei keinem normalgesinnten Christen Fragen geben. Wenn es nicht das Papsttum der Kirche Roms ist, dann gibt es nichts auf der Welt, das mit diesem Namen bezeichnet werden könnte. Denn es verletzt Christus, weil es ihn in seiner Herrlichkeit beraubt, weil es die Wirkungskraft der Sakramente an die Stelle seines Sühnopfers setzt und ein Stück Brot an die Stelle des Erlösers erhebt und ein Tropfen Wasser an die Stelle des Heiligen Geistes und weil es einen fehlbaren Menschen wie uns als Stellvertreter Christi auf Erden hinstellt. Wenn wir das Papsttum im Gebet bekämpfen, weil es gegen Christus steht,
dann sollen wir die Personen lieben, auch wenn wir ihre Irrlehren hassen. Wir lieben ihre Seelen, auch wenn wir ihre Dogmen verabscheuen. So werden unsere Gebete vor Gott angenehm, weil wir unseren Blick auf Christus richten, wenn wir beten. Die ökumenische Bewegung, die sie rühmen, ist die größte Katastrophe, die in diesem Jahrhundert in die christliche Kirche hereingekommen ist. Sie hat die Kirchen dieses Landes zu einer Ansammlung blutleerer, rückgratloser, haltloser Organisationen schrumpfen lassen, die kaum noch ein müdes Wimmern für Christus und die Wahrheit zustande bringen. Kein Wunder, dass die Bosheit so sehr zunimmt und die geistliche Finsternis über die Jahre immer dichter wird. Ernsthafte Christen mit nüchternem Lebenswandel und tiefer geistlicher Gesinnung sind in ihren Augen Fanatiker und Frommtuer. Wenn das stimmt, dann waren erhabene Gottesmänner wie John Knox in Schottland, Johannes Calvin und Martin Luther auf dem Kontinent und Erzbischof Cranmer in England ebenfalls Frommtuer in ihrem Kampf gegen die Irrlehren des Papsttums. Wir rühmen uns ihrer Gemeinschaft.